Und damit welcome back, Freunde der Wüste, zu einer weiteren lockeren Folge Star Sand. So gut, Leute, ich habe jetzt nochmal eine Nachtschicht eingelegt. Habe jetzt nochmal geguckt, dass ich hier ein bisschen mehr Holz am Start habe, wieder ein bisschen Palmenblätter aufgefrischt. Und was ich noch gemacht habe, um halt ein bisschen Platz im Inventar zu sparen, ist, dass den ganzen Stoff, den ich hatte, habe ich jetzt hier anhand des Webstuhls, den ich noch gebaut habe, umgewandelt. Ja, in... Also den ganzen Hanf habe ich in Stoff umgewandelt. 40er Stacks gehen da immer. Also schon gut was zusammengekommen. Oh, da ist nochmal Frischfleisch. Nee, Fleisch habe ich. 15 Stück sollte reichen. Ich würde jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit hier verschwenden. Ich habe in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dass wir uns in dieser Oase befinden, das ist falsch. Wir sind, ich habe nochmal nachgeschaut, bei dieser Oase. Und laut Karte, die wir irgendwann mal aufgedeckt hatten, wovon ich mir über Handy ein Foto gemacht habe, müsste in diesem Bereich unser nächstes Ziel liegen. Dann könnte man gucken, wenn wir dann hier waren, dass wir Richtung Oase hier runter wandern. Hier rüber, hier ist auch noch eine Ruine. Dann glaube ich, hier müsste noch eine Oase sein und dann so ein bisschen schräg nach Norden hoch. Ist dann, glaube ich, das Gebiet mit dem Krokodil. Und so sieht jetzt unsere Route erstmal aus, bevor wir dann wirklich komplett nach Hause wandern. Hey Wilson, guck mal, dein Homeboy ist da. Hast du ihm Hallo gesagt? Hast du ihn ein bisschen beschnuppert? Oh, du hast Hunger. Gönn dir. Genau, so sieht jetzt der Plan erstmal aus. Für den Anfang würde ich jetzt mal sagen, hauen wir uns erstmal ein bisschen Nivea drauf. Und ansonsten können wir eigentlich los, ne? Wasser und so habe ich alle aufgefüllt. Auch bei dir, oder? Wasser ist voll. Ja, passt. Hier ist auch noch ein bisschen Stoff drin. Der Reststoff. Da hätte ich gesagt, Wilson, legen wir gleich wieder los, oder? Genug Zeit verplempert, du. So, ich muss jetzt... lass mich mal kurz überlegen. Mal kurz mein Brain anstrengen. Hier geht's Richtung Norden. Das heißt, ich muss in die Richtung, um zur Pyramide zu kommen. Wenn mein Hirn auch artgerecht funktioniert. Mal gucken. Auf in ein neues Abenteuer, Wilson. Ich habe mit Wilson auch noch mal ein bisschen gequatscht. Der hat auch gesagt, oh Junge, du machst manchmal Sachen, die würde ich ganz anders machen. Hier ist noch eine Ruine. War ich bei der schon? Und, Wilson meinte halt, ja, hey... Das letzte Mal bist du ganz schön Risiken eingegangen und du warst ziemlich verplant. Du bist irgendwo hingerannt. Das möchte er nicht mehr. Ne? Wilson hat gesagt, nee, ich komme auch langsam so in die Jahre. Ich glaube, hier war nichts, oder beziehungsweise hier waren wir schon, aber wir haben es nicht gekennzeichnet. Hier war das Artefakt. Na gut. Trotzdem immer mal wieder nachschauen. So, hier ist der Pillar. Da wollen wir hin. Ja, ich hätte eigentlich nur mal was trinken müssen, ne? Naja, egal. Wir kommen ja an sich bei dem Plan jetzt bei einer Oase vorbei. Von dem her easy.
war denn jetzt diese Pyramide? Das ist doch so ein langer Weg? Eigentlich war die ja gar nicht so weit weg, ne? Bin ich jetzt bei der Oase? Kann ich das irgendwie überprüfen? Ich habe da einen Marker stehen, ja. Da müsste irgendwo ein Marker stehen. Hilft uns im Grunde auch schon. Wir müssen ja nicht unbedingt jetzt zur Pyramide. Aber wieso, wie kann man denn an einer großen Pyramide vorbeilaufen? Krieg auch nur ich hin, Leute. Was? Okay, alles klar. Ich bin komplett in die falsche Richtung gelaufen, Leute. Genial. Absolut genial. Naja, gut. Mach ich dann am besten wahrscheinlich so. Ich cutte das Ganze. Und dann sehen wir uns dort, wo ich eigentlich hin wollte. Ich bin nach Süden gelaufen. Wie kann man denn nach Süden laufen, Alter? So viel zu meinem Hirn, ne? Naja, gut. Schauen wir mal. Dann laufe ich halt jetzt einfach von hier nach oben. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, Leute. Also ich bin jetzt einmal straight Richtung Norden gelaufen. Jetzt bin ich wieder an der Pyramide. Und jetzt dachte ich mir so, hey, wenn wir mal eh schon wieder hier sind. Erstens können wir speichern und zweitens... Vorsicht, Wilson, ganz ruhig, Brauner. Und zweitens habe ich ja noch ein bisschen Metall dabei. Und die könnten wir ja eigentlich schon mal wieder reinpulvern in die Brücke, oder? Klingt doch eigentlich nach einem Plan. Vielleicht könnten wir ja sogar schon die Brücke überschreiten oder so. So, Wilson, du wartest hier. Du hältst die Stellung, okay? Im Kochen haben wir nichts, macht aber auch nichts. Ein bisschen Fleisch haben wir ja noch. Dann bringe ich mal eben schnell das Altmetall weg, Wilson. Oh, ruckel. Warum ruckelt das so? Warum ist das so? So, damit ihr auch schön was seht. Einmal Fackel. Ich glaube, 6 Metallbarren habe ich dabei, ja. Und vielleicht reicht das schon für die Brücke. Dann wäre es natürlich geil, wenn ich da schon rüber könnte. Und da dann hier irgendwie dieses explosive Fass finde. So, Metallbarren. 1, ach du Heilige, 3... 4, 5, 6. Alter. Ich hab doch. Was brauche ich denn jetzt? Was? Holzbretter? Ah, okay. Alles klar. Ich brauche jetzt kein Metall mehr. Holzbretter brauche ich. An sich ja, glaube ich, kein Problem, oder? Da brauche ich ja nur einen Baumstamm für. Davon habe ich ja jetzt erstmal wieder genug. Wie viele Holzbretter werde ich brauchen? Probieren wir es mal mit 4. Ich persönlich würde mal auf 8 tippen. Fangen aber mal erstmal klein an. Ach, du Heilige. Ja gut, aber... Ja gut, 10 werden es wahrscheinlich, ne? Kriegen wir hin, Leute. Kriegen wir hin. Ich mache jetzt nochmal 4. Weil eigentlich brauche ich ja auch nicht alle, weil ich kann ja auch jumpen oder so. Und lassen wir uns jetzt gleich mal überraschen. Läuft da noch was durch? Nee. Das sind wahrscheinlich tatsächlich 10 Stück. Die Frage ist, schaffe ich es auch so? Aber eigentlich ist es doch egal. Ich habe doch genug Holz. Wir machen jetzt noch 2 Stück. 2 Stück. Und dann kann das Abenteuer weitergehen. Und wahrscheinlich, so wie ich mein Glück kenne, muss ich dann da hinten nochmal irgendwas aufbauen.
So, das müsste ja jetzt eigentlich ausreichen. Frage ist, speichern oder nicht speichern? Aber ich mache jetzt hier No Risk, No Fun mäßig auch. Achtung. Okay, cool, Leute. Wir sind durch. Wir sind durch. Und jetzt habe ich doch wieder ein bisschen Respekt. Ich nehme mal den Bogen. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, Kisten. Genial. Pfeile lasse ich jetzt mal da. Brauche ich nicht. Mittlerweile habe ich auch eine neue Methode, um mit den ganzen Viechern umzugehen. Einfach weglaufen mit Wilson. Die Weglaufmethode. Altbewährt. Schon damals war das so. Im alten Ägypten. So, hier habe ich eine Schriftrolle. Was ist das? Schießpulver. Nice. Kokosgranate. Explosives Fass. Ja, perfekt. Das ist ja perfekt. Schwefel und Holzkohle. Ah, sehr gut. Gut, dass ich die Holzkohle für den Dünger noch nicht verschwendet habe. Noch eigentlich alles da habe, was ich brauche. So, explosives Fass. 5 Schießpulver. Ich weiß nicht, wie viele explosive Fässer wir auf der anderen Seite dann brauchen. Aber auf jeden Fall werden wir das dann erst herstellen, wenn wir dann wirklich wieder in unserer Oase sind. Und dann, keine Ahnung, mache ich mal so, ja, 6 Stück. Vielleicht mache ich auch mehr, immer mal gucken, je nachdem, wie viel Zeug ich habe. Also Schwefel brauchen wir natürlich dann sehr viel. Wenn ich nochmal gucke. Wo war das jetzt? 2 für 1? Oder was? 2 für 1 Schießpulver. Da brauchen wir 5, das heißt, wir brauchen 10... Schwefel allein für einmal hier so ein explosives Fass. Das heißt, ich brauche viele Schwefel. Viele, viele. So, was haben wir denn hier jetzt eigentlich noch? Ist hier noch was Cooles? Hab ich irgendwas übersehen? Was soll das darstellen? Was soll das darstellen? Ein Wurm, oder? The Master Chief Wurm. Keine Ahnung. Okay, also hier komme ich ans Rezept dran. Gut zu wissen. Ansonsten ist hier, glaube ich, gar nichts. Okay. Haben wir immerhin schon mal... Hä? Waren da nicht noch mehr Bretter? Willst du mich verarschen? Da waren noch mehr Bretter, oder? Egal, komm, Jump fertig. Die morschen Bretter sind schon wieder weg, du. Na gut, alles klar. Coolio. Ja gut, vom Timing ist das ganz gut. Ich würde vielleicht jetzt doch nochmal einen kleinen Abstecher rüber zur Oase machen. Kurz nochmal trinken, auffrischen. Und dann gehen wir zu dem neuen Ort. Yo, Wilson! So, das können wir eigentlich wegschmeißen. So, mein Freund, haben wir hier eigentlich noch was drin? Kohle brauche ich nicht, pass. Mal kurz speichern nochmal. Weiter geht die Reise, Wilson. Okay, ich muss... wenn ich jetzt zur Oase will, muss ich hier rüber. Die dürfte tatsächlich nicht zu weit entfernt sein. Oh, hey, Würmchen. 2 Stück. Vielleicht können wir die abhängen. Wir haben es letztens auch geschafft, indem wir einfach weggerannt sind. Und ich brauche jetzt auch nicht deren Loot oder so. Also kann man einfach mal getrost wegrennen. Dann nehmen wir mal einen Sip aus der Flasche. Okay, Creme brauchen wir auch schon wieder. Ich würde jetzt vom Essen her, deswegen hatte ich hier nochmal die Mongos dabei.
So, die drei weg. Dann sind wir auch wieder voll. Haben einen Slot frei. Sehr gut. So, genau. Und ich muss jetzt eigentlich nur in die Richtung weiter, ne? Hopp, hopp, Wilson. Hopp, hopp. Ah, ist das nicht wieder ein herrlicher Tag hier? So, Creme brauche ich auch schon wieder. Die gute alte Creme, du. Wir haben anscheinend die Würmer echt abgehängt. Beste Methode. Jetzt warte mal, jetzt musst du ein bisschen korrigieren den Kurs. Ne, da kommen sie wieder. Mann, 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 Mann. Moment. War das normal, dass es hier jetzt schon wieder mit dem anderen Gebiet weitergeht? Die Oase müsste ja eigentlich im sandigen Gebiet sein, ne? Bin ich doch falsch gelaufen? Ah, ich und Orientierung. Der Wahnsinn. Was hier rüber, oder? Ah ja, da ist sie. Okay. Das müsste jetzt die Oase sein, die ich meinte. Für einen kleinen Zwischenstopp zum Aufladen der Wasserbehälter. Yo. Perfekt. So, was ist mit den Würmern? Sind die jetzt endlich weg? Ey, die sind aber auch hartnäckig, wa? Speichern. Na, dann kommt hier. Komm zu Papa. Lass das mal den Papa machen. Oh. Oh wow, mein Aim ist heute wieder beste. Ah, oh, Vollgas. Ja, Leute, ich hab wieder ein paar Tage nicht gespielt. Da ist mein Aim-Skill natürlich dann erstmal wieder ein bisschen von Arsch, ne? Bin ich dabei. Jetzt bin ich dabei. So, einmal die Runde drehen. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Komm her, du. Willst du nein? Ja, gönn dir. Brauche ich nur deine Pfeile. Den Rest kannst du behalten erstmal. Wir werden dann auch versuchen, also wie gesagt, wenn wir dann mal wieder zurück sind in der Hauptoase, dann werde ich ja alles Mögliche bauen und ich werde mich dann auch darum kümmern, dass wir dann wirklich, oder dass ich nochmal ganz viele Würmer ausnehmen, die mich dann immer wieder überraschen und daraus dann diese geile Rüstung baue, bevor wir dann irgendwann mal zu diesem Tor schreiten. Oh, schade. Ach, als ob. Als ob ich den nicht getroffen hätte, du. Ich kann auch nicht widerstehen. Ich muss da drauf schießen. Auch wenn ich nicht treffe. Ich stehe auf Jagen. Finde ich geil. So, da habe ich ja 5 Pfeile verballert. Aber gut, da findet man dann schon wieder welche. So ist hier nicht. Okay, alles klar. Jetzt wird schon wieder dunkel. Das ging jetzt aber schnell. Das ging jetzt really, really fast. Ist die Frage, ob ich jetzt nochmal hier penne. Zu verlieren habe ich ja eigentlich nichts, ne? Machen wir hier ein kleines Nickerchen. Und dann geht's weiter. Und die Sonnencreme, ne? Die hätte ich dann fast umsonst eingeworfen. Habe ich hier noch eine Wüstenfrucht irgendwo rumstehen? Und zeigt denn der Pfeil eigentlich in die Richtung? Okay, das heißt, ich muss dann so
diesen Weg ungefähr entlang. Ja, ob ich mit einer Sonnencreme klarkommen? Jetzt noch eine Ananas. Hier sind noch Bananen, die brauchen wir für Wilson. War hier keine Wüstenfrucht. So wie es aussieht. Kann er nochmal tags gucken. So. Wo? Ah ja, hier. Ich glaube, hier war keine Wüstenfrucht mehr, aber das kriegen wir schon noch hin. Das passt schon. So, einmal pennen bitte. Warum kommt der Wunsch nach einem Aufstieg dem Wahnsinn so nahe? Nichts dort könnte mich zufriedenstellen. Irdische Neuheiten werden zu früh öde. Ich werde höher und höher gezogen, instabiler. Näher und näher an den Glanz der Sonne. Warum zerstören mich diese Strahlen der Vernunft? Ja, warum? So gut. Ja, natürlich, die Creme ist natürlich schon wieder durch. Mich weggewälzt beim Schlafen. So, eigentlich könnte man noch schnell hier die Ananas schnell zum Schnabulieren mitnehmen. Dann müssen wir kein Fleisch verschwenden. So, und dich habe ich noch gesucht. Gut, passt eigentlich. Ja, Wilson, du stehst eh schon mal in der richtigen Richtung. Das ist gut. Das ist sehr gut. Du weißt, wo es lang geht, ne? Du führst mich. Okay. Ananas. Naja, schau mal, die bringt dir richtig was. Voll, perfekt. Ja, ich muss jetzt... Obwohl, ich bin bei 25 Grad. Ich kann noch ein bisschen warten mit der Sonnencreme. Wilson? Ist das jetzt gerade ein Streik oder was machst du hier? Komm, weiter geht's. Wilson? So. Okay. Ungefähr diese Richtung liegt das Ziel. Mal gucken. Ich hätte gern irgendwie so einen Rückspiegel. Wilson, irgendwann baue ich dir noch einen Rückspiegel. Das müsste jetzt auf jeden Fall auch auf dem anderen Terrain sein. Terrain. Also auf dem felsigen, da wo ich hin will. Das sah ja auf der Karte schon ziemlich groß aus. Also da kommt jetzt irgendwas Cooles. Lass uns einfach mal überraschen. ...28 Tage überlebt. Ich weiß nicht, ob wir diesen Weg beim letzten Mal nicht auch schon gerannt sind. Wenn ja, muss ich, glaube ich, ein bisschen nach links rüber. Glaube aber, wir sind letztens da lang gelaufen. Das heißt, wir biegen jetzt ein bisschen nach links ab. Das könnte gut aussehen. Das könnte gut aussehen. So, wir sind bei 31 Grad. Das heißt, wir hauen uns jetzt einmal die Sonnencreme noch drauf.
Ja, okay. Das ist nicht das, wo ich hin wollte. Also so sah das zumindest nicht auf der Karte aus. Nichtsdestotrotz werde ich mir hier, glaube ich, einen Marker bauen. Ah, Wilson, Vorsicht! Vorsicht, rutschig, litschig. Brich dir nicht das Bein. Das bedeutet für dich den Tod. So, beim letzten Mal stand ich ja ein bisschen unter, ja, Zeitdruck auch unter anderem, als wir hier so ein Ding gefunden hatten. Jetzt kann ich mich vielleicht noch mal ein bisschen in Ruhe umschauen, weil ich weiß immer noch nicht, was man hier ergattern kann. Wirklich nicht. Also außer Schwefel natürlich und viel Stein und wahrscheinlich, was ist das, Metall war. Ja, das nehmen wir aber mit. Metall muss mit, Leute. Boss, nur drei Brocken. Da ist er gleich noch eins daneben. Sehr gut. So, Wilson. Jetzt haben wir ja mal ein bisschen Zeit. Jetzt gucken wir uns in Ruhe um. Können wir die Adler eigentlich töten oder was das sein soll? Die Geier? Adler. Kann ich die abschießen? Okay, also hier haben wir Schwefel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie schaut es denn eigentlich bei uns mit Schwefel aus, Wilson? Haben wir da was von? Wir haben 30 Schwefel, aber ich habe ja errechnet, wir brauchen. Mach mal Sitz. Wir brauchen mehr davon. Ich glaube, also 60 bis 90 Schwefel, um genug explosive Fässer zu bauen. Vielleicht brauchen wir auch nur ein Fass. Ich weiß es nicht, aber. Ich gehe mal davon aus, dass es doch mehr sein muss. So drei Fässer kann ich mir schon vorstellen, dass das Spiel verlangt. Dann lieber nehmen wir zu viel mit als zu wenig. Also liegt der Fokus jetzt gerade im Moment mehr auf Schwefel als eigentlich Metall. Aber hier kann man gut was organisieren. Hier ist gut Schwefel. Ich glaube, dafür gibt es dann diese Orte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da unten irgendwie rein können. Da bräuchten wir einerseits irgendwie eine Maske. Und andererseits, ja, was sollst du hier unten finden? Außer Schwefel. Und Gestein und vielleicht noch Metall oder so. Oh, hier gibt es aber echt gut Zeug. Alles meins. Ich bin reich, Wilson. Wir sind vermögend. Ah, das ist auch noch Metall. Lecker Smecker. Gibt's
Gibt's eigentlich schon sowas wie bessere Werkzeuge? Das fände ich noch cool, wenn das mal demnächst doch dazu gepatcht werden würde. Ich glaube, hier ist wirklich nur der Tod, ne? Es geht hier auch keinen Abgang runter oder so. Das ist eigentlich nur der Tod. Könnt mich gerne eines Besseren belehren. Aber so sehe ich das jetzt mal. Alle, op. Ah, Marker. Der Marker, ganz wichtig. Orientierung. Dafür brauche ich jetzt wieder Stock. Und den Stock bekomme ich hier aus dieser. Viele brauche ich nicht. Ob einer reicht, oder? So, bitte eine Marker. So, von da bin ich gekommen. Richten wir den Marker mal Richtung Norden aus, hätte ich gesagt. Ja. Okay, also das ist das Gebiet, was eigentlich, wo ich gedacht habe, das wäre eine riesen Oase mit dem Krokodil. Ist es aber nicht. Jetzt ist es natürlich, ich brauche hier mehr Marker, verschiedene. Das ist mir echt zu blöd. Das ist jetzt hier einmal Schwefel. Das heißt, ich bin schon wieder dran vorbeigelaufen an dem, wo ich eigentlich hin wollte. Wilson, was ist los? Bist du mein Führer? Musst du mal ordentlich führen hier. Nee, ich bin jetzt nicht der Typ, der die Schuld auf andere schiebt. Ich bin selber schuld. So, das Metall nehmen wir noch mit. Also wir müssen irgendwie hier hin. Also ich muss dann irgendwie da lang. Aber Metall muss mit. Muss mit. Und ich sehe schon, die Folge ist schon wieder vorbei. Willst du, das geht immer so schnell, Mann. Ja gut, Leute, dann machen wir es jetzt einfach so. Ich mache jetzt mal hier an der Stelle Schluss und wir sehen uns dann einfach wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich natürlich bei allen fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr mir und Wilson eine kleine Bewertung da lasst, um meinen Kanal zu supporten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen stressfreien und sanfreien Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Tschüssikowski.